Hallo, heute zeige ich euch den Farbwechsel beim tunesischen Häkeln in Runden. Wenn man möchte, dass in Runden das gleiche Maschenbild erscheint, wie wenn man in Reihen arbeiten würde. Normalerweise ist beim Häkeln in Runden, sieht das Maschenbild so aus, dass immer die gleiche Farbe oben liegt und die gleiche Farbe durchgezogen wird. Arbeitet man in Reihen, wechselt sich der Durchzugsfaden ab. Also man hat in den Hinreihen manchmal aus den grauen Schlingen aufgefasst und eben in der nächsten Reihe aus der Türkisfarben und so im Wechsel. Es gibt Fälle, zum Beispiel beim Rundpassenpulli, den man unten in hin- und hergehenden Reihen arbeitet und oben in Runden fortführt. Wer da möchte, dass das Muster sich genauso fortführt, dem zeige ich jetzt, wie man dann den Farbwechsel fortführt. Hier ist mein Rundenübergang, den habe ich markiert. Und ich nehme in dieser Reihe im Moment in Grau den Faden auf. Das mache ich, bis ich die letzte Masche vor dem Reihenwechsel auf der Nadel habe. Dann hole ich den Durchzugsfaden wie gewohnt nach, aber bis zum Ende, bis ich keine Masche mehr auf der Nadel liegen habe. Dann führe ich trotzdem die Nadel zurück, lege den grauen Faden nach innen, das ist wichtig, damit er nachher schön im Maschenbild liegt, und fasse ab jetzt mit der türkisfarbenen Wolle die Maschen auf, so wie wir es beim Häkeln in Runden gewohnt sind. Und jetzt hole ich die Maschen nach, nehme jetzt den grauen Faden und führe ihn sofort durch zwei Schlingen. Also wie sonst auch. Und jetzt während der Reihe lasse ich mir immer eine Schlinge auf der Nadel, damit sich diese nicht so lang zieht. Also bis zum Schluss den Durchzugsfaden ziehen, das mache ich nur hier dann beim Rundenwechsel. Jetzt häkle ich wieder, nehme ich wieder die Maschen auf, bis eine Masche vor dem Farbwechsel. Hier findet mein Farbwechsel statt. Ich versetze den Maschenmarkierer nach oben, damit man den Rundenübergang gut erkennt. Und jetzt ziehe ich wieder den grauen Faden nach. In diesem Video dreht es sich nur um diesen Farbwechsel. Wer das Häkeln in Runden noch nicht kennt, dem geht das bestimmt alles zu schnell. Da habe ich aber andere Videos im Kanal. Es dreht sich hier nur um diesen speziellen Farbwechsel. Jetzt ziehe ich wieder bis zur letzten Masche den grauen Faden nach, führe dann die Nadel wieder durch diese eine Masche, legt den türkisfarbenen Faden nach innen und fasse nun wieder in Grau die Maschen auf. Und ihr seht, ich habe hier einen sauberen Übergang von einer Farbe zur anderen. Und das Grundmuster, wie wir es in Reihen gewohnt sind, setzt sich auch in Runden fort. Und jetzt wieder mit den türkisfarbenen Faden nach oben nehmen, den Faden holen und durchziehen. Jetzt lasse ich wieder eine Masche zum Wechseln auf der Nadel und fasse mir wieder die grauen Maschen auf, wie gewohnt,
wohl die türkisfarbenen, den Durchzugsfaden nach. In dieser Reihe ist ja Türkis der Durchzugsfaden. Und jetzt noch einmal der Rundenwechsel. Ich fasse auf, bis ich hier den Rundenwechsel habe. Ich bin also hier eine Masche vor dem Rundenwechsel. Dann hole ich Türkis nach und jetzt wieder alle Maschen abhäkeln. Ganz durch und die Nadel zurückschieben. Den grauen Faden nach innen legen und mit Türkis weiterarbeiten. Eben war Türkis noch der Durchzugsfaden und jetzt fasse ich damit die Maschen auf. Und so erhält ihr einen Farbwechsel wie beim Tunesisch Häkeln in Runden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann abonniert meinen Kanal. Ich stelle immer wieder neue Ideen ein. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.